warum du in Clubs und an Partys nicht genau die Frauen kennenlernst, die du wirklich kennenlernen willst und warum du mit ihnen nicht ins Gespräch kommst und was du ändern musst, damit das tatsächlich funktioniert. Ich werde jetzt den Nummer 1 Fehler, der mir in meinen Coachings und Mentorings immer wieder begegnet, sagen, warum die meisten Männer einfach nicht an Partys, in Clubs oder in Discos wirklich die Frauen kennenlernen und mit den Frauen wirklich ins Gespräch kommen, die sie wirklich haben wollen. Und vor allem, wie du das Ganze veränderst. Und zwar, was du verstehen musst, ist, es gibt zwei Arten von Leuten. Nummer 1 ist der Zuschauer, das ist derjenige, der einfach beobachtet, was hier gerade um ihn herum passiert. Und Nummer 2 ist der Akteur, das ist derjenige, der tatsächlich in Aktion tritt und wirklich auch proaktiv ist. Du darfst einfach kein Zuschauer sein, denn die meisten Männer haben in ihrem Kopf diese völlig falsche Vorstellung, wie es funktioniert, dass sie wirklich an die Frau rankommen, die sie wirklich haben wollen oder an die Frauen, die sie wirklich in ihrem Leben wollen. Und zwar denken diese Kerle einfach, vielleicht bist du einer von ihnen, dann sollten wir das jetzt ändern, dass sie einfach nur genügend an Partys gehen müssen oder genügend in Clubs gehen müssen oder genügend auf irgendwelche Ausflüge in Discos gehen müssen und dann werden sie schon die richtige Frau kennenlernen. Aber Fakt ist nun mal, wenn du nicht aussiehst wie Brad Pitt oder wenn du nicht einfach ein Schönheitsideal erfüllst, dann wirst du auf diese Art und Weise eben nicht die Frauen kennenlernen, die du wirklich willst. Und selbst wenn du wirklich ein trainierter, gut aussehender Kerl bist, das habe ich immer wieder gesehen, viele meiner Klienten sehen einfach super aus, sind super trainiert, aber kriegen es nicht auf die Reihe, wirklich die Frauen anzusprechen, die sie wirklich wollen und wundern sich dann, warum nicht die Frauen in ihr Leben kommen, die sie einfach haben wollen. Und genauso ist es eben auch bei dir. Du darfst einfach nicht davon ausgehen, wenn du in den Club gehst oder wenn du an eine Party gehst, dass dann automatisch das Richtige passieren wird. Nein, du bist derjenige, der wirklich proaktiv dafür sorgen muss, dass du diese Frauen kennenlernst, die du wirklich kennenlernen willst. Denn schau mal, es ist nun mal so gesellschaftlich betrachtet und viele Frauen wollen das auch nach wie vor so und es ist auch gut so, dass du als Mann derjenige bist, der dafür verantwortlich ist, dass die ganze Sache wirklich passiert und vor allem du als Mensch sowieso dafür verantwortlich bist, ob du Kontrolle in deinem Leben hast oder ob du die Kontrolle abgibst. Und natürlich kann man sich jetzt beschweren, Mann, warum sprechen denn die Frauen nie die Männer an? Aber das ist eine Loser-Einstellung. Ja? Ich sage nicht, dass du ein Loser bist, wenn du bisher so dachtest, aber ich sage dir einfach nur, du wirst zu den Losern gehören, zu den Verlierern gehören, wenn du dir denkst, warum machen nicht die anderen die Arbeit für mich? Warum muss ich immer derjenige sein, der proaktiv ist? Jemand, der wirklich ein Gewinner ist im Leben oder der ein Gewinner vorhat zu sein, der stellt sich diese Frage nicht, sondern der sagt einfach, okay, ich nehme die Kontrolle an mich, ich übernehme die Verantwortung für alles, was in meinem Leben gerade nicht so ist, wie ich es will und ich ändere es. Und nur wenn du persönlich sagst, ich bin dafür verantwortlich, wirklich auch die Frauen kennenzulernen, die ich wirklich will, dann bist du auch an dem Punkt, dass du etwas ändern kannst und dann bist du auch an dem Punkt, dass du sagen kannst, okay, ich muss einfach nur proaktiv sein, wenn die Frauen nicht den Stock aus dem Arsch kriegen, um mich anzusprechen, dann muss ich es eben machen. Und genau das ist eben einfach, wie es in der Realität aussieht. Das heißt, geh nicht davon aus, nur weil du an Partys gehst, dass du supposed to get to know girls bist, ja, also dass du denkst, da müsste automatisch dann irgendwie eine Frau auf dich drauf springen und sagen, hey, hier bin ich. Das passiert wirklich nur dann, wenn du einer Frau begegnest, für die du wirklich optisch sofort passend bist. Und wie gesagt, wenn du nicht ganz, 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 ganz oben in der Liga mitspielst, dann passiert das sowieso schon mal extrem selten. Und selbst wenn es dann passiert und du so bist, dass du einfach nie von dir aus auf die Frauen zugehen kannst, nicht die Confidence dafür hast, nicht das Selbstvertrauen dafür hast, dann wirst du es wahrscheinlich in dem Moment auch vergeigen und dich wieder fragen, verdammt, warum hat das jetzt nicht geklappt? Du musst einfach lernen, für dich persönlich, dass du derjenige bist, der das Ruder in der Hand hat. Du willst nicht der Beifahrer sein in deinem Leben, du willst der Typ sein, der wirklich den Fahrersitz besetzt und der auch wirklich bestimmt, wo es lang geht. Und das heißt, übernimm die Verantwortung, geh auf die Frauen zu, die du wirklich willst. Und das ist wirklich das Geheimnis. Das ist wirklich der Trick, wie du wirklich jedes Mal, wenn du ausgehst, entweder Frauen kennenlernst, die du wirklich kennenlernen willst, oder auch mit welchen nach Hause gehst oder zumindest irgendetwas Cooles mit ihnen erlebst und sie vielleicht später wieder treffen kannst. Das ist wirklich der Trick, wie Kerle, die wirklich erfolgreich bei Frauen sind, das Ganze machen. Du musst einfach aus dir rauskommen. Musst die Frauen sehen, die dir wirklich gefallen und einfach hingehen und wirklich mal die Chance ergreifen und derjenige sein, der einfach sagt, hey, du gefällst mir, hi, oder hi, wer bist du? Ja? Aber nicht rumstehen. Und ich sehe das immer wieder. Ich habe das auch in meiner Zeit als Barkeeper erlebt. Da waren Typen, die waren 45 Jahre alt oder vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Und jeden verdammten Abend sind die vor meiner Bar gestanden mit dem Bier hier oben vor der Brust, als wäre es so eine Art Schutzschild und haben immer nur die ganze Zeit die Umgebung abgescannt. Sie sind einfach nur darum gestanden. Jeder kannte diesen Typen. Jeder kannte diesen Typen, den ich gerade im Kopf habe. Und jeder wusste, wer er ist, weil er jeden Abend da war. Aber kein Mensch hat jemals mit ihm geredet und vor allem kein Mensch hat jemals ihn dabei beobachtet, wie er mit einer Frau nach Hause gegangen ist. Der Typ hat es genau falsch gemacht. Sei nicht dieser Typ, sei nicht der Zuschauer, sei nicht der Beobachter, sei der Akteur. Sei der Typ, der von den Typen, die es einfach nicht drauf haben, die in der Ecke stehen und sich überlegen, hey, warum lerne ich keine Frauen kennen, beobachtet wird und der tatsächlich auch mit den Frauen nach Hause geht, die er wirklich will oder zumindest die Frauen kennenlernt, die er wirklich will. Und das heißt einfach, du musst wirklich proaktiv sein. Du musst derjenige sein, der sagt, ich bestimme, dass das jetzt passiert. Ich bestimme, dass ich jetzt diese Chance nutze. Ich bestimme, dass die Situation sich in die Richtung bewegt, wie ich das wirklich haben will. Und nicht,
hey, ich stehe hier an der Ecke rum und wundere mich, warum ich keine Frauen kennenlerne und ärgere mich dann daran und schreibe dann online irgendwie Kommentare, warum Frauen so scheiße sind und reg mich darüber auf, warum Frauen nicht Männer ansprechen. Denn das ist, wie gesagt, das Loserverhalten. Das ist einfach nur das, was dich nirgends hinbringt. Denn hey, wenn du deinen Unmut kundtust, warum Frauen das nicht für dich machen, oder wenn du deinen Unmut darüber kundtust, dass hey, ich sehe nun mal nicht so gut aus, ich krieg nicht einfach so alles geschenkt, dann hast du immer noch keine Frauen danach. Das muss dir klar sein. Ja? Selbst wenn du aus einer Perspektive, ja, wenn man jetzt Mitleid mit dir haben möchte, dass wenn du aus der Perspektive dann recht hättest, wenn du Respekt haben willst, musst du ins andere Lager wechseln. Ja, wenn du wirklich haben willst, was du wirklich möchtest in deinem Leben, dann musst du in das Lager wechseln der Typen, die sagen, hey, okay, ich bin vielleicht nicht 2 Meter groß, ich bin vielleicht nicht der bestaussehendste Kerl, ich bin vielleicht noch nicht irgendwie 100 Kilo Muskelmasse, aber ich mach was. Und deswegen habe ich auch mehr als der Typ, der vielleicht mehr Chancen hat als ich, der mehr Talent hat als ich, der besser aussieht als ich, der größer ist als ich. Einfach nur deswegen, weil ich mehr mache als er. Weil ich mich eben nicht darauf ausruhe, mein Talent oder meine Grundsituation zu verschwenden, indem ich einfach nichts daraus mache, sondern weil ich wirklich proaktiv bin. Ich nehme die Chancen, ich nehme mein Leben in die Hand, ich spreche die Frauen an, die mir wirklich gefallen. Und dann kriege ich auch mehr als jeder andere, der nur rumsteht. Und das ist genau das, wie es funktioniert. Und wenn du jetzt für dich persönlich sagst, okay, habe ich verstanden, ich muss einfach das nächste Mal, wenn ich rausgehe, die Frauen ansprechen, die mir wirklich gefallen. Ich muss es einfach mehr versuchen als der Standardtyp. Denn hey, der Standardtyp, weißt du, wie oft er es versucht, wirklich bei einer Frau, die ihm gefällt? Weniger als ein einziges Mal. Die meisten Kerle stehen nämlich nur rum und denken sich, oh, ich werde hier abgelehnt, ich kriege gar keine Blicke, Frauen interessieren sich gar nicht für mich. Und das ist einfach das Dümmste, was du machen kannst. Denn du wirst nicht abgelehnt, sondern die Frauen haben genauso einen Stock im Arsch. Die Frauen trauen sich genauso nicht, auf dich zuzukommen. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass es so wird. Und wenn du verstanden hast, dass das so ist und du jetzt aber für dich persönlich sagst, okay, ich brauche aber jemanden, der mir dabei hilft, der mir sagt, was kann ich sagen, wie kann ich es machen, welche Tricks kann ich wirklich benutzen, um wirklich locker zu werden und was muss ich wirklich tun, damit die Frauen mich dann auch mögen, dann kann ich dir anbieten, du kannst hier unter dem Video klicken oder du kannst hier oben auf dieses fette i klicken und dich für ein gratis Beratungsgespräch mit mir bewerben, wo wir dann gemeinsam darüber sprechen werden, wie du das schaffen kannst und vor allem, wie du innerhalb meines 60-tägigen Mentoring-Programms wirklich der Typ werden kannst, der nicht nur proaktiv alles in die Hand nimmt, sondern auch genau die Frauen aus Clubs mit nach Hause nimmt, die er wirklich will. Viel Erfolg dabei!